Bürgerpartizipation und direkte Demokratie werden sich von Rot und Grün auf die Fahnen geheftet. Diese Bürgerbeteiligungen sind im Masterplan für partizipative Stadtentwicklung festgeschrieben. Dort heißt es, Bürgerinnenbeteiligungen zur Stärkung ist ein zentrales Anliegen der Stadt. Die Bürgerinnen sind ein wichtiger Ideengeber und werden frühzeitig in kommunale Planungen einbezogen. Das klingt jetzt einmal sehr schön, aber ist leider in der Praxis doch etwas anders. Es ist so, dass diese Bürger leider eben nicht eingebunden werden. Es ist, schaut so aus, dass von der lokalen Agenda 21 beispielsweise Aktivisten, linke Aktivisten oder von teuren Agenturen, Mitarbeiter, Bürgern Planungsvorhaben, die vom Bezirksvorsteher oder vom entsprechenden Stadtrat initiiert werden, dort aufs Auge gedrückt bekommen und keinerlei Möglichkeit haben, tatsächlich über das Vorhaben mitzuentscheiden oder Änderungen herbeizuführen. Und zu einem regelrechten Eklat ist es jetzt in der Bezirksvertretung in Wehre gekommen. Das ist ja auch wirklich ein sehr, sehr spannendes Beispiel. Da geht es um das Gersthofer Platzl und da wollen die Parteien in der Bezirksvertretung mehrheitlich eine Bürgerbefragung haben, ob man dort eine Umgestaltung des Platzes möchte oder nicht. Die dortige grüne Bezirksvorsteherin, auch ein tolles Demokratieverständnis, ihre Kollegin, die hat einfach im Vorfeld der Abstimmung in der Bezirksvertretung gesagt, nein, egal was die Bezirksvorsteherin hier entscheidet, es wird zu keiner Befragung kommen. Wir bauen einfach um. Es wird so passieren, wie ich es möchte. Und die Bürger werden nicht befragt, auch wenn die Bezirksvorsteherin das dort beschließt. Und es war dann so, die Bezirksvorsteherin hat es beschlossen. Und die Frau Bezirksvorsteherin schrammt hier ganz nah am Amtsmissbrauch vorbei und macht einfach keine Befragung, trotz aufrechten Beschlusses der Bezirksvertretung. Angesichts dieses enormen Wirrwarrs an diesen Modellen muss man jetzt hier wirklich sagen, es braucht ein einheitliches Regelwerk, es braucht eine einheitliche Gesetzgebung beziehungsweise ein einheitliches Modell, wie solche Bürgerbeteiligungsverfahren auszusehen haben. Das muss transparent gestaltet sein. Es kann nicht sein, dass wir hier aus Wien beispielsweise Abstimmungen in der Ukraine kritisieren und dann gleichzeitig hier es nicht einmal schaffen, ein ordentliches Bürgerbeteiligungsverfahren auf Kommunalebene umzusetzen. Aus diesem Grund werden wir auch heute dementsprechende Anträge einbringen. Unser neuer Sprecher im Planungsausschuss, Georg Fürnkranz, wird dann nachher die dementsprechenden Anträge beim richtigen Tagesordnungspunkt einbringen. Und ich hoffe, dass wir es wirklich schaffen, dass wir es hier in Wien zu einem einheitlichen, guten Konzept an Bürgerbeteiligungsprozessen schaffen.